Der Bitcoin lanciert nun schon seit mehreren Wochen, Monaten in einer Seitwärtsphase, eher sogar in einem Downtrend. Im heutigen Video schauen wir uns an, was gerade in der letzten Woche so signifikant wichtig und interessant für den Crypto Space war und werfen ebenfalls nochmal einen Blick auf die aktuellen On-Chain-Daten, um zu identifizieren, an welcher Stelle in Anführungsstrichen wir uns gerade befinden. Viel Spaß mit dem heutigen Crypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und wie im Intro schon angesprochen, schauen wir uns heute im Bitcoin nicht nur an, was letzte Woche besonders interessant und brisant war. Nein, wir werfen auch nochmal einen Blick darauf, wo der Kryptomarkt bzw. der Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt steht und was uns die On-Chain-Daten hier verraten. Wie all meine Videos ist auch das heutige mit einzelnen Zeitstempeln unterteilt. Somit kannst du die Passagen überspringen, die dir vielleicht schon geläufig sind, die du vielleicht schon kanntest, die dich nicht mehr interessieren. Gerne kannst du dieses Video bewerten und kommentieren, um mich und den Kanal zu unterstützen und den Algorithmus ein bisschen anzuheizen. Falls du auch in Zukunft weitere Videos von mir sehen möchtest, dann kannst du selbstverständlich auch super gerne diesen Kanal hier kostenfrei abonnieren. Jetzt haben wir allerdings auch genug um den heißen Brei geredet, springen wir direkt auf die erste Folie. Bitcoin aktuell, wo steht er gerade? Bitcoin steht aktuell bei knapp 37.000 US-Dollar und auch Ethereum hat hier keine großen Kursschwankungen gesehen und steht immer noch bei knapp 2.400 US-Dollar. Ist auch meistens normal, das Wochenende ist in den meisten Fällen zumindest relativ langweilig im Kryptomarkt. Was momentan gerade auffällt, ist, dass die Bitcoin-Dominanz wieder auf 41,5 bis 42% gestiegen ist, somit auf jeden Fall schon mal 2% höher als noch vor zwei Wochen. Somit nimmt die Marktkapitalisierung des Bitcoins im Verhältnis zu allen anderen Altcoins momentan wieder etwas zu, was prinzipiell relativ gut ist. Außerdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass während eines Bärenmarktes oftmals die Altcoins stärker abgestraft werden. Somit ist es eigentlich normal, dass der Bitcoin zu einer solchen Marktphase tatsächlich an Marktdominanz wieder etwas mehr zunimmt. Gerade die letzten Tage sahen immer mal wieder recht grün aus, deswegen zoomen wir noch mal kurz raus und schauen uns jetzt an, sind wir jetzt wieder in einem Bullrun? Und nein, das kann man natürlich an dieser Stelle nicht sagen. Wir sehen hier unsere Downtrend-Linie, die uns bereits seit dem 8. November, seit unserem großen Abverkauf hier verfolgt und wir sind auch zum aktuellen Zeitpunkt sogar noch relativ stark darunter. Um jetzt wieder hier rüber zu steigen, müssen wir die 40.000 US-Dollar wieder erreichen und diese hier als Support noch einmal bestätigen. Das ist nämlich eine falsche Herangehensweise, die viele Leute sehen. Viele Leute denken, okay, wenn wir jetzt diese Supportzone oder diese Widerstandszone erreichen und übertrumpfen, dann geht es nur noch bergauf. Aber was man im Crypto-Space ganz oft sieht, sind eben diese sogenannten Fakeouts. Das heißt, man steigt kurz über diese Widerstandszone. Einige Leute, die sich eben nicht damit auseinandergesetzt haben, sagen, okay, wir sind durch, das war's, jetzt steigt es nur noch nach oben und dann kommt eben der Abverkauf. Das handelt sich dann hierbei um ein Fakeout. Achtet unbedingt darauf, dass ihr danach nicht eure Entscheidung trefft. Und ich weiß, dass man sich eben nicht nur auf Charttechnik verlassen kann im Kryptomarkt. Aufgrund dessen schauen wir uns ja später auch nochmal die On-Chain-Daten an und jetzt gleich erstmal die aktuellen quasi Offline-Daten, was so in der realen Welt passiert. Kommen wir allerdings jetzt erstmal zu den ersten News. Wir gehen jetzt erstmal auf zwei, drei News ein, die ich jetzt in einer einzelnen Folie hier immer wieder zusammengefasst habe und fächern dann vor allem das Thema Regulierungen nochmal kurz einmal auf. Wie bereits gesagt, falls sich die jeweiligen News nicht interessieren, kannst du ganz einfach skippen. Fangen wir erstmal an mit Apple selber, denn der iPhone-Hersteller hat erst vor kurzem seine letzten Quartalszahlen veröffentlicht. Daraufhin wurde der CEO des Unternehmens, Tim Cook, bezüglich der Krypto-Gerüchte angesprochen und er sagte hier, nachdem ein Investor nach dem Metaversum fragte, dass Apple ein Innovationsunternehmen sei. Zudem sprach er den Bereich Augmented Reality, also AR, sehr große Chancen zu und kommentierte, dass Apple, ich zitiere, großes Potenzial darin sehe, entsprechend zu investieren. Somit zeigt es, dass natürlich auch Apple ihr Interesse an dem Metaverse-Bereich zeigt. Wie sich das entwickeln wird, werden wir in den nächsten Monaten noch sehen. Tatsächlich gab es auch letzte Woche wieder eine schlechte News, die allerdings nicht wirklich für großes Aufsehen gesorgt hat, denn es ist die altbekannte Leier. Die SEC hat einen weiteren Bitcoin-Spot-ETF abgelehnt und somit müssen wir uns auch hierbei wieder noch länger gedulden, bis ein Bitcoin-Spot-ETF endlich akzeptiert wird. Ich frage mich immer noch, warum es so schwierig ist, einen solchen spot-gedeckelten ETF hier zu erlauben, wenn wir doch schon so lange eben die Futures-basierten ETFs sehen. Übrigens, in Kanada werden diese Spot-ETFs beispielsweise schon Stück für Stück akzeptiert und ich glaube, die haben sogar schon eigene Ethereum-ETFs und so weiter. Die nächste News befasst sich hierbei wieder mit einem sehr großen Unternehmen namens Meta, mit dem dazugehörigen CEO Mark Zuckerberg. Er beendete nämlich das Projekt der Dime Association, das im Jahr 2019 gestartet wurde. Der Grund dafür ist recht offensichtlich, es sind die regulatorischen Probleme und der regulatorische Druck, der hier auf das Unternehmen ausgewirkt wurde. Das Unternehmen wurde aber nicht einfach geschlossen, sondern einfach weiterverkauft und das für ganze 200 Millionen US-Dollar.
gespannt. Sind für Facebook bzw. Meta jetzt wahrscheinlich nur Peanuts. Trotzdem haben sie sich halt von diesem Projekt erstmal abgewandt. Heißt allerdings nicht, und das bekräftigte Facebook auch selber noch einmal, dass sie sich komplett aus der Kryptobranche rausziehen. Dann gab es letzte Woche noch ein sehr, sehr großes Meeting, eine FOMC, bei der der Fed-Vorsitzende Jerome Powell noch einmal bestätigte, dass die Federal Reserve, die US-amerikanische Zentralbank, hierbei ihre Zinspolitik etwas weiter straffen wird. Das Ganze wird allerdings erst ab März schrittweise erfolgen. Genaue Zahlen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Damit möchte die USA natürlich der großen Inflation von knapp 7% etwas entgegenwirken. Wie es ihnen glücken wird und was das für weltwirtschaftliche Folgen haben wird, werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und höchstwahrscheinlich Jahren noch sehen. Und somit kommen wir zur nächsten Thematik, die hier ebenfalls aus dem US-amerikanischen Raum kommt, denn unter anderem ist die USA momentan im Krypto-Regulierungsfieber. Das Weiße Haus hat es offensichtlich mit Bitcoin und Krypto-Regulierung recht eilig. So soll der US-amerikanische Präsident Joe Biden letzte Woche eine Durchführungsverordnung zur Regulierung von Kryptovermögenswerten beauftragt haben. Hiermit erklärte er Kryptowährung zu einem Bereich bzw. zu einer Frage der nationalen Sicherheit. Durch dieses Grundkonzept, was geschlossen werden soll, sollen halt eben die Kryptovermögenswerte und ihre Regulierungen hier enger geschnürt werden, damit sich eben die Unternehmen darauf konzentrieren können, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Am 8. Februar wird es beispielsweise im Repräsentantenhaus eine virtuelle Anhörung zum Themengebiet Stablecoins geben. Stablecoins stehen ja aktuell sehr groß in Kritik, gerade in den letzten Jahren, wo solche Stablecoins wie TetherUSD unglaublich an Marktkapitalisierung dazu gewonnen haben, ist natürlich auch das Aufsehen der Regulierungsbehörden hier recht groß geworden. Dazu wird es am 8. Februar eine Anhörung geben, die tatsächlich möglicherweise auch signifikante Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben kann. Was wir allerdings nicht vergessen dürfen, aufgrund von Zwischenwahlen wird es höchstwahrscheinlich noch mindestens bis zum November des aktuellen Jahres dauern, bis wir hier wirklich in Stein gemeißelte Regulierung in Bezug auf Stablecoins sehen werden. Es gibt natürlich schon einige Regulierungen, die hier angestrebt werden bzw. die hier gefordert werden, die tatsächlich auch sehr, sehr negativ für den gesamten Crypto-Space werden können. Demnach gibt es beispielsweise aktuell einen Gesetzesvorschlag, der sich bereits auf dem Weg zur Abstimmung befindet. Dieses Gesetz, diese Regulierung, die im Hintergrund gerade durchgewunken wird, könnte wirklich einen sehr, sehr negativen Einfluss auf den Kryptomarkt haben. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme in Anführungsstrichen gegen internationale Geldwäsche, mithilfe das Finanzministerium das Recht hätte, alle verdächtigen Konten von US-Unternehmen einzufrieren und etwaige Transaktionen zu unterbinden. An sich ist das nichts Neues. Wenn das Finanzministerium hier feststellt, dass möglicherweise illegale Transaktionen durchgeführt werden, dann können eben diese Gelder hier kurzfristig eingefroren werden. Doch nach aktueller Gesetzeslage muss eben auch die Öffentlichkeit über ein solches Vorgehen hier in Kenntnis gesetzt werden. Durch die neuen Regulierungen bzw. durch die neue Gesetzesgebung, die hier angestrebt wird, wird das quasi abgeschafft. Laut Jerry Brito vom Bitcoin Think Tank gibt es hier in der Formulierung des Gesetzes eine besorgniserregende Passage. Er sagte hierzu, es ermächtigt die Finanzministerien, jegliche oder sogar alle Kryptotransaktionen oder jede Art von Transaktion ohne Verfahren, Regelsetzung oder Begrenzung der Dauer des Verbots zu verbieten. Somit würde dem Finanzministerium damit noch mehr Macht zugesprochen bekommen und sie hätten natürlich theoretisch die volle Kontrolle über Kryptowährungen bzw. die Transaktion. Wie genau das aussehen soll, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß natürlich, dass Kryptotransaktionen sehr, sehr unabhängig sind. Zahlungstransaktionen oder Bankkonten, die jetzt mit Fiat-Geld handeln, die beispielsweise bei JP Morgan oder sonst wo registriert sind, die können natürlich eingefroren werden, haben wir in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesehen. Wie sie es bei Kryptotransaktionen machen wollen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich festzustellen. Auch wenn man natürlich hier sagen kann, okay, die sperren einfach die Einzahlung von über Coinbase, Binance oder sonst was für einen Exchange zurück zu einem Fiat-Konto, wie beispielsweise hier in Deutschland eben die Sparkasse. Ob sie mit diesem Gesetz wirklich so weit kommen werden, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Fakt ist, es passiert gerade im Hintergrund und niemand schaut darauf, denn alle schauen momentan auf irgendwie andere Punkte, wie beispielsweise der möglichen Regulierung eben auch im russischen Raum. So hat beispielsweise die russische Zentralbank ja schon in den letzten Wochen immer wieder für Wirbel gesorgt und hier eine Forderung des Kryptotransaktionsverbots eingesprochen. Namhafte Personen wie beispielsweise der Telegram-Gründer Pavel Durov haben bereits schon dagegen gesprochen und hier öffentlich Stellung bezogen. Leonid Volkov, ein enger Vertrauter des inhaftierten Oppositionsführers Alexei Navalny, falls er so ausgesprochen wird, vermutet sogar, dass das Innenministerium bzw. der FSB hinter diesem Verbotsvorstoß stehen könnte. Zum aktuellen
Zeitpunkt scheint es allerdings für mich zumindest nicht danach auszusehen, als ob hier wirklich ein Kryptoverbot ausgesprochen wird. Denn selbst der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in Anführungsstrichen gegen ein solches Verbot ausgesprochen. Zumindest sagte er, dass das Land eben gerade durch das Bitcoin-Mining enorm profitieren könnte und zum aktuellen Zeitpunkt auch schon sehr starke Wettbewerbsvorteile genießt. Putin sprach allerdings keine klare Entscheidungspräferenz aus. Er drängte die beteiligten Parteien nur darauf, hier eine recht zeitnahe Einigung zu finden. Dazu habe ich noch zwei interessante Twitter-Posts von Bitcoin Magazine gefunden. In dem einen heißt es, Bitcoin-Miner können den Stromüberschuss des Netzwerks nutzen, so der Vorsitzende des Finanzausschusses des russischen Kongresses. Auf der anderen Seite ist laut aktuellen Zahlen zu vernehmen, dass Russland im letzten Jahr zum drittgrößten Land fürs Bitcoin-Mining geworden ist, natürlich aufgrund der großen Verbote hier aus dem chinesischen Raum. Ob Russland jetzt wirklich diese Position abgeben will, nur um Kryptowährungen im Allgemeinen zu verbieten, steht in den Sternen. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass hier die Regulierungen für Altcoins deutlich schlechter ausfallen bzw. deutlich strenger als beispielsweise für den Bitcoin. Ich halte euch auf dem Laufenden, abonniert den Kanal, um immer Bescheid zu wissen. Und somit kommen wir zu den nächsten News, die sich jetzt hierbei nicht mit den Regulierungen befassen, sondern damit, dass Bitcoin-Überweisungen tatsächlich günstiger sind als Visa-Überweisungen. Dabei spricht man jetzt nicht von kleinen Transaktionen, denn wenn man natürlich jetzt eine Transaktion von 5 oder 10 Dollar direkt übers Bitcoin-Netzwerk versendet, dann entstehen hier natürlich prozentual recht hohe Gebühren. Es handelt sich hierbei um recht große Transaktionen, vielleicht auch solche Transaktionen, die vom Bitcoin-Lightning-Netzwerk genutzt werden. Denn durch große Transaktionspakete, in Anführungsstrichen, werden diese Transaktionen hier pro Transaktion deutlich günstiger, was natürlich eben für große Transaktionen besonders interessant ist und eben für welche, die im Bitcoin-Lightning-Netzwerk partizipieren beispielsweise. Vergleicht man das Ganze hier einfach mal miteinander, so sieht man, dass bei Visa die Gebühren tendenziell mehr als 20 Mal so hoch sind wie bei Bitcoin, wenn man nach der Statistik von ARK Invest geht. Dazu darf man nicht vergessen, dass auch in Sachen Transaktionsvolumen der Bitcoin Visa aktuell schon verdrängt hat und mit 13 Billionen US-Dollar im letzten Jahr knapp 20% mehr Transaktionsvolumen verarbeitet hat als eben Visa. Doch auch Mastercard meldete sich erst vor 4 Tagen. Sie gaben ihre Quartalszahlen bekannt und verdeutlichten noch einmal ihre Unterstützung für das Ethereum-Netzwerk. So möchte sich das Unternehmen vor allem auch im aktuellen Jahr um die Skalierbarkeit des Ethereum-Netzwerks konzentrieren. Das machen sie auch nicht ohne Grund, denn hierfür hatte Mastercard bereits in der Vergangenheit eine Partnerschaft mit Consensus geschaffen. Der Mastercard-CEO sagte hierzu Folgendes. Wir wollen über unsere Consensus-Partnerschaft dazu beitragen, die Skalierbarkeit von Ethereum zu erhöhen. Letztes Jahr ging Mastercard eben eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Unternehmen Consensus ein, um Lösungen für die Skalierbarkeit von Ethereum zu finden. Gemeinsames Ziel ist, im Ethereum Mainnet als auch für den privaten Verbrauch zu expandieren. Als Mastercard seine Investition in Consensus ankündigte, sagte der Executive Vice President of Digital Asset and Blockchain Products and Partnerships, geile Bezeichnung, Folgendes. Die beschleunigte Umstellung von Finanzdienstleistungen auf Blockchain verändert die Art und Weise, wie Unternehmen, Regierungen und Menschen auf der ganzen Welt Realtime-Transaktionen durchführen. Unsere Investition in ConsenSync wird es uns ermöglichen, unsere Blockchain-Innovation zu beschleunigen und eine wachsende Zahl von Kunden zu unterstützen, die aktiv Anwendungen auf Enterprise Ethereum entwickeln und Open-Source-Technologien und Communities nutzen. Ich bin gespannt und werde euch natürlich auch über diese Entwicklung auf dem Laufenden halten. Wir sehen nun mal eben aktuell, dass die Kryptotransaktionen mittlerweile schon die Volumenzahlen von eben Visa oder Mastercard hier teilweise übertrumpfen und dementsprechend mittlerweile halt auch schon kaum noch wegzudenken sind. Was in Zukunft hoffentlich auch nicht mehr wegzudenken ist, sind die SEPA-Ein- und Auszahlungen hier auf Binance. So hat Binance angekündigt, in den kommenden Wochen und Monaten hier in den europäischen Ländern die SEPA-Einzahlungen wieder zu erlauben. Bereits letztes Jahr hatten sie die SEPA-Einzahlungen hier ausgesetzt und beispielsweise ihre eigene Seite von Deutsch auf Englisch wieder zurückübersetzt. Grund dafür war natürlich regulatorische Probleme, doch aktuell sieht man tatsächlich, dass hier eine weitere Umstellung stattfinden wird, sodass SEPA-Einzahlungen wieder ermöglicht werden. Des Weiteren wurde ich immer wieder gefragt, hey Robin, warum gibt es denn auf KuCoin keine SEPA-Einzahlungen? Freunde, das Ganze wurde jetzt vor 1 oder 2 Wochen implementiert, somit kann man jetzt ganz einfach SEPA-Überweisungen durchführen, um hier über KuCoin zu investieren. Auch in Sachen Adoption und gesetzliche Zahlungsmittel sollen hier einige Dinge im aktuellen Jahr passieren. So hat beispielsweise die Senatorin Wendy Rogers einen Gesetzesentwurf vorgestellt, bei dem Bitcoin neben dem US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel hier in Arizona eingeführt werden soll. Interessant finde ich hierbei, dass es sich bei Arizona um einen US-Bundesstaat handelt. Ich bin gespannt, wie dieser Fall ausgehen wird. Und auch aus Colorado gibt es aktuell interessante Neuigkeiten, denn der Gouverneur von Colorado möchte, dass der Staat Bitcoin für Steuerzahlungen akzeptieren wird. Ist interessant, ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir aktuell sehen. Ich werde auch darüber natürlich in Zukunft weiter berichten. Und an dieser Stelle kommen wir zu den On-Chain-Daten, die aktuell
sehr interessant und sehr brisant sind, beziehungsweise die uns so ein bisschen vermitteln, wo wir aktuell im Bitcoin gerade stehen. Nicht wundern, am Ende des Videos gehen wir auch nochmal kurz auf einen Chart zu sprechen, der tatsächlich nicht so bullish ist. Beginnen tun wir hier erstmal mit dem Bitcoin Futures Long Liquidations und wir sehen hier, dass diese aktuell zum Glück wieder etwas rückläufig sind. Somit ist es ja auch in den letzten Tagen wieder etwas ruhiger im Kryptomarkt geworden und Checkmate BTC hat beispielsweise auf Twitter hier eben die verschiedenen On-Chain-Daten einmal zusammengefasst, die ich euch jetzt in den kommenden Folien vorstellen werde. Also Credits gehen raus natürlich an Glassnode, die diese Grafiken erstmal bereitstellen und dann natürlich auch nochmal an Checkmate BTC, der hier diese Graphen einmal zusammenfasst. Er selber sagte auf Twitter zur eben gezeigten und zu den folgenden drei On-Chain-Daten folgendes. Nach einer Zeit mit langen Liquidationen fühlt es sich an, als müssten Shorts auch mal Schmerzen haben. Die Finanzierung ist auf den Tiefständen negativ, damit wir wissen, dass sie da draußen sind. Futures Open Interest ist immer noch bei 1,9% der Marktkapitalisierung und jeder kauft Put-Optionen zu den Tiefs. Kein Ende für den Bären, aber eine Rallye scheint ein schönes Setup zu haben. Was meine damit? Beispielsweise sehen wir an den Bitcoin Futures Perpetual Funding Rates, dass diese aktuell tatsächlich eher ins Negative rutschen. Ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn es zeigt einfach, dass die Trader zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich eher bullisch gestimmt sind, was natürlich die Wahrscheinlichkeit für einen Short Squeeze erhöht. Wir sehen allerdings keine signifikanten krassen Bewegungen, wie wir es beispielsweise hier vor einigen Monaten hier im grünen Bereich gesehen haben. Auch sehen wir, dass es jetzt in den letzten Tagen sich wieder ein bisschen erholt hat, gerade auch mit der Erholung des Bitcoin-Kurses. Werfen wir einen Blick auf unser Futures Open Interest Leverage Ratio, also wie hoch hier der Leverage ist, so sehen wir, dass der sich aktuell ungefähr bei 1,9 befindet. Es ist jetzt nicht untertrieben und nicht übertrieben. Wir sind momentan recht stark im Durchschnitt. Und wenn wir hier mal einen Blick auf unser offenes Interesse Pull und Call Ratio sehen, so sehen wir hier schon wieder aktuell Höchststände, zumindest über einen Zeithorizont der letzten drei Monate. An dieser Stelle kann man nicht fest sagen, wir werden jetzt heftige Long-Liquidationen sehen oder einen heftigen Short-Squeeze. Beide Möglichkeiten bestehen auch zum aktuellen Zeitpunkt, da das offene Interesse nun mal eben immer noch relativ hoch ist. Trotzdem ist es jetzt nicht so übertrieben, dass es jetzt extrem besorgniserregend ist. Und somit kommen wir zu weiteren On-Chain-Daten, die sich jetzt nicht auf Leverage oder eben dem offenen Interesse beziehen, sondern hierbei tatsächlich mehr auf die richtigen On-Chain-Daten eingehen. Beginnen tun wir hier mit dem Balance on Exchanges und so sehen wir auch zum aktuellen Zeitpunkt, egal ob der Bitcoin Kurs kurzfristig steigt oder fällt. Wir sehen hier, dass die Prozente am Purzeln sind. Auch wenn wir bei unserem großen Crash Mitte letzten Jahres hier gesehen haben, dass der Balance on Exchanges extrem gestiegen ist, so sehen wir, dass wir uns aktuell auf einem Niveau befinden, wie wir es nicht einmal im Verlauf des letzten Bullruns gesehen haben. Checkmate BTC hält fest, wir haben eine massive realisierte Verkaufskapitulation, 2,5 Milliarden US-Dollar. Währungsabflüsse drücken die Bilanz auf ein Mehrjahrestief, also hier die Börsenbilanz. Wir sehen klassische HODL-Münzenreifung bzw. HODL-Raves. Und das illiquide Supply steigt auch weiter an. Der Realized Loss heißt ganz einfach, dass die Weekends aktuell kapituliert haben. Wir sehen gerade bei unserem kurzfristigen Abverkauf auf eben die 35.000, 34.000 US-Dollar, dass hier extrem viele Weekends wieder einmal aus dem Markt gewischt wurden. Das Ganze sehen wir halt bei großen Kapitulationen wie Mitte letzten Jahres oder auch während unseres Abverkaufs von knapp 69.000 US-Dollar. Meistens ist das ein relativ gutes Zeichen, denn es zeigt, dass hier einfach noch mehr Weekends aus dem Markt gewischt wurden, die eben den Kurs immer weiter nach unten drücken können. Die nächste Grafik, die wir uns hier anschauen, ist die Realized Cap HODL Raves. An dieser Grafik kann man ebenfalls sehr schön sehen, wer momentan den Bitcoin abstößt und auch hier sind es hauptsächlich eben die jungen Wallets beziehungsweise die Wallets, die den Bitcoin noch nicht wirklich lange gehalten haben, was natürlich auch mit der Grafik des realisierten Verlustes eingeht. Somit sehen wir, dass auch aktuell immer noch die Leute aus dem Markt gewischt werden, die hier eben Weak Hands beweisen beziehungsweise die den Bitcoin in den letzten Wochen und Monaten gekauft haben, sich dann unsicher werden und ihn dann wieder schnell verkaufen. Solche Leute können gerne aus dem Markt gewischt werden, denn sie bringen natürlich nur eine Unsicherheit mit rein. Die vorletzte On-Chain-Grafik, die ich euch mitgebracht habe, zeigt hier nochmal das illiquide Supply. Das geht natürlich mit der Grafik einher, dass hier die Börsenreserven weiterhin rückläufig sind, denn man sieht hier natürlich, dass das illiquide Supply immer weiter steigt. Also die Bitcoin-Bestände, die hier eben an die Wallets fließen, die dafür bekannt sind, die Bitcoins nur sehr, sehr selten abzustoßen. Gerade in den letzten Tagen sieht man hier den relativ starken Peak, was ich auf jeden Fall ganz interessant finde. Und somit kommen wir noch einmal zu einer Grafik, die ich hier auf CryptoQuant gefunden habe. Hier sieht man, dass es gerade in den letzten Tagen einen signifikanten Zufluss an USDC gegeben hat, also eben an Stablecoins. Das ist eben eine Marktbewegung, die wir oft sehen, wenn der Bitcoin so langsam seinen Boden findet.
denn es heißt ganz einfach, dass hier eben Stablecoins an die Börsen fließen. Somit zeigt es, dass sich die Leute bereit machen, hier diese Stablecoins möglicherweise zu investieren. Man sieht beispielsweise, wenn viele Bitcoins oder Ethercoins hier an die Börsen fließen, dass die Leute bereit sind, diese abzustoßen. Auf der anderen Seite, wenn eben viele Stablecoins hier hinfließen, heißt es, dass die Leute bereit sind zu investieren. Sehr interessant, heißt jetzt nicht, dass wir morgen to the moon gehen, aber trotzdem zeigt es doch ein verstärktes Kaufinteresse. Ein nicht so starkes Kaufinteresse sieht man, wenn man sich hier einfach mal beispielsweise den MACD auf dem Monatschart anschaut. Hier links sieht man logischerweise 2021, 2022 und hier wandert unser MACD auf Monatsbasis tatsächlich aktuell in den negativen Bereich. Das Ganze sehen wir immer während der Bärenmärkte, logischerweise wie auch 2017, 2018. Was ich an dieser Stelle interessant finde, ist, dass der Bitcoin gerade in den letzten 3 Monaten hier tiefrote Candles gesehen hat. Sowas haben wir tatsächlich nicht mal während des großen Crashes 2017, 2018 gesehen. Somit sehen wir meiner Meinung nach aktuell einen deutlich schneller kommenden Bärenmarkt und ich bin halt auch davon überzeugt, dass auch der aktuelle Bärenmarkt nicht ganz so lange gehen wird, wie der aus dem Crash 2017, 2018 resultiert ist. Wir haben ja beispielsweise 2017, 2018 genau zur Jahreswende, ich meine, es war hier am 2. oder am 3. Januar unser Blow-off-Top gesehen und dann hat es noch bis zum Juli gedauert, bis wir hier tatsächlich beim MACD in den negativen Bereich gerutscht sind. Also es war der Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Es waren 7 Monate, die es hier gedauert hat, bis unser MACD in den negativen Bereich geflossen ist. Unser All-Time-High haben wir hier vor 3 Monaten gesehen. Somit sehen wir hier natürlich einen deutlich schnelleren Zusammenbruch. Ist das Ganze jetzt positiv oder negativ? Das muss jeder für sich selber beurteilen. Ihr wisst ja, wie ich aktuell eingestellt bin. Ich habe noch Cash-Reserven beiseite gelegt, die ich bereit wäre zu investieren, sollten wir noch mehr Druck nach unten sehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja schwierig abzuwiegen. Viele Leute sehen, dass beispielsweise die Zinspolitik schon lange im Kryptomarkt eingepreist ist. Andere sagen, spätestens ab März, wenn hier die Zinsen angehoben werden, dann wird der Markt nochmal richtig crashen. Im Endeffekt, Freunde, kann es euch leider keiner sagen. Deshalb trefft eure Entscheidung natürlich nach eurem eigenen Interesse bzw. nach eurem eigenen Empfinden. Und hiermit möchte ich auch nochmal natürlich sagen, dass es sich bei diesen Videos natürlich nicht um eine Art der Anlagenberatung handelt. Ich persönlich teile hier nur die Zahlen, Daten und Fakten, damit sich jeder ganz einfach selber ein Bild davon machen kann und versuche hier auch nicht irgendwas extrem bullisch oder extrem bärisch darzustellen. Somit kommen wir auch schon zum Ende des Videos und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, so einen kleinen Rundumblick und so einen kleinen Rückblick auf die letzte Woche gegeben. Ich hoffe, ihr habt und hattet einen wunderschönen Start in die aktuelle Woche und wenn sich auch das Wetter hoffentlich die nächsten Tage besser erholt, dann könnte es ja vielleicht auch bald dazu kommen, dass wir wenigstens draußen mal wieder etwas Grünes sehen. Ich beende an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Lasst eine Bewertung und einen Kommentar da. Falls dem so ist, schreibt mir auch gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Was soll ich verbessern? Was soll ich ändern? Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.